Gestern haben wir Ihnen in unserer Serie einen Mann vorgestellt, der seit einem Hirnschlag vor 10 Jahren an einer Aphasie leidet. Im letzten Teil von heute zeigen wir Ihnen das Schicksal des Ehepaars Rösli aus Rousswil. Die Margrit Rösli hat nämlich 2004 ebenfalls einen Hirnschlag gehabt und kann seitdem nur noch Ja oder Nein sagen. Der Hans und Margrit Rösli, ein Ehepaar, das richtig geniesst, zusammen Fernsehen zu schauen. Auf den ersten Blick ein ganz normales Paar. Doch vor 9 Jahren hat sich das Leben von den beiden komplett verändert. Durch den Hirnschlag von Margrit Rösli ist ihr Sprachzentrum stark beschädigt worden. Seither leidet sie an einer Aphasie und kann sich nur noch mit Ja und Nein verständigen. Der Hans Rösli hat in dieser Nacht nicht im gleichen Bett geschlafen. Und darum hat er den Hirnschlag von seiner Frau zu spät entdeckt. Und das ist wahrscheinlich schon ein bisschen ein Fehler gewesen, weil eher als man hier dazukommt, wie mehr kann man machen. Ja. Aber wenn es schon etwas hätte müssen geben, müssen wir zufrieden sein, dass es so ist. Es könnte noch schlimmer sein. Oder wir können doch noch ein bisschen miteinander. Und ja, es war natürlich schon erschreckend. Es war gerade etwa 4 Monate von meiner Pensionierung. Ich habe mir das schon auch ein bisschen anders vorgestellt, aber auf dieser Seite konnte ich doch auch richtig Zeit nehmen für das. Heute geht Margit Rösli regelmässig in die Physiotherapie. Sie hat nach dem Hirnschlag das Laufen in der Reha-Klinik wieder von Grund auf lernen. Ihr Mann hat dabei den Fortschritt Tag für Tag verfolgen. Ich mag mich noch erinnern, ich bin alle Tage auf Besuch hier, hat eine Krankenpflegerin gesagt, lass ich doch mal, jetzt hat Frau Rösli 3 Stegentritt gemacht. Und das war viel. Das war für mich eigentlich gerade ein Aufsteller, es kommt wieder. Margrit Rösli hat sich nie zurückziehen aus der Gesellschaft. Besonders Freude hat sie am Jassen mit ihren Kolleginnen. Obwohl sie nicht reden kann, kann sie sich gut verständigen. So zum Beispiel zeigt sie an, was gerade Trumpf ist. Es ist immer eine Freude, wenn man mit ihm jassen kann. Es gewöhnt gerne, es kann aber auch verlieren und kann matchen wie ein Weltmeister. Auch Kunst ist eines von ihren Hobbys. Immer wieder malt sie Mathele von einer guten Freundin an ihren Gemälde. Aber auch an der Musik und am Singen bzw. Summen hat sie grosse Freude. Manchmal sollte man meinen, es sollte das Wort kommen. Ja, ja. Aber das ist. Ja. Das ist schwierig. Und leider wird das nicht mehr kommen. Ja. Der Hans Rösli hat von Grund aufs Kochen und den Haushalt müssen lernen. Seine Frau kann ihn zwar noch dabei unterstützen, aber es geht alles viel langsamer als früher. Trotzdem, etwas ist in all diesen Jahren gleich geblieben. Das Schöne ist, sie ist immer die aufgestellte Frau geblieben. Wie vorher bist. Obwohl der Schlaganfall für die Beziehung eine harte Bewährungsprobe war, für beide war immer klar, sie stehen zueinander, in guten wie auch in schlechten Zeiten.